Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Tim Perkovic und die 7 Fragen. Und wir haben heute den Bürgermeisterkandidaten der UBV zu Gast. Und das ist Thomas Gizek. Und den begrüßen wir erstmal ganz freundlich. Hallo Thomas. Hallo, Glück auf Tim. Wir sitzen ja hier in Hiesfeld, genauer gesagt vor dem Mühlenmuseum. Genau. Warum? Ja, ist ein Lieblingsstandort von mir. Ich sag mal, ich sollte ja Mühlenvereinsvorsitzender werden. Wir haben einen guten Nachfolger gefunden. Also ich sag mal so, ist eine Menge Arbeit und da ich ja Bürgermeister werden möchte, ne, habe ich jemanden gefunden oder haben wir jemanden gefunden, der das hier toll macht und der wirklich super drauf ist. Was verbindest du allgemein nicht nur mit Hiesfeld, sondern mit Dienstlagen? Ja, Dienstlagen ist meine Heimat. Hier bin ich aufgewachsen, hier bin ich geboren. Hier wohnen meine Freunde. Leider jetzt noch bis Förde. Aber Förde war ja auch mal Dienstlagen. Hier ist man zu Hause. Und ich denke mal auch, jeder, der hier hinzieht, der ist relativ hier schnell zu Hause. Ist der Charme zwischen Niederrhein und Pott. Wie läuft für dich aktuell der Wahlkampf? Ich habe das auch schon Michael Eislöffel gefragt. Läuft es fair ab unter allen Parteien oder würdest du sagen, da wird jetzt schon, umso näher die Wahl rückt, wird ein bisschen härter gestraft alles? Ja, Tim, die Bandagen sind ja schon bei den Plakaten angezogen worden. Ich habe dann gesagt, wir treffen uns um 12 Uhr, Viertel vor 12 alle bei Maas und fahren dann alle raus. Wir waren um Viertel vor 12 da. Haben auch dann um 12 Uhr unser Plakat aufgehangen, wird man unschwer sehen, der hängt genau vom Maß. Erste ist schon abgerissen, haben wir jetzt noch ein neues draufgehangen. Ich sag mal, das war so der Anfang, wo die Bürger gesagt haben, also habt ihr nichts anderes zu tun da mit den Plakaten, ob das eine Stunde eher oder sonstiges. Aber ich muss sagen, ich habe so das Gefühl, diesmal durch Corona bedingt, viele interessieren sich für Politik. Die Infostände, die wir machen, die geben wir nicht an, weil wir nicht wissen, wie Corona sich auswirkt, welche Möglichkeiten wir haben und wie viele Leute da kommen und eventuell wie schnell auch wieder alles geschlossen wird. Vom Drumherum her muss ich sagen, die Leute sind sehr interessiert, ich denke mal zu jedem. Was die gar nicht verstehen ist, dass die CDU keine Standarbeit macht, also vor Ort ist. Das ist so ein Thema, aber ich denke mal vom Drumherum, ich finde, es ist ein Wettbewerb, ist für mich kein Kampf. Und ich denke mal, der läuft im Moment noch relativ fair ab. Die Hater auf Facebook, die kennt man und muss man mitleben. Wie sieht so ein Tag jetzt aktuell aus für dich als Kandidat? Wie viele Termine hat man da jetzt so? Also so 3 bis 5 Termine am Tag. Und ich sage, der erste Termin ist mein Hund. Ja. Der wundert sich dann auch immer, weil es geht um 5 oder 6 Uhr los, ab im Wald. Der muss halt 1 bis 1,5 Stunden beschäftigt werden. Ja, und danach ärgere ich meine Kollegen, ne? Weil ab 7 Uhr können die nicht mehr schlafen. Ne? Dann klingelt's. Okay. Wofür steht jetzt die UBV? Was habt ihr da ausgearbeitet für euer Wahlprogramm, für die Wahl jetzt, die am 13. September stattfindet? Genau, Inhalte, genau. Ja, allgemein. Also die UBV steht ja unabhängige Bürgervertretung. Wir sind ja keine Partei. Wir sind also nur hier lokal, sind auch nicht im Kreis. Und 4 Anliegen haben wir diesmal im Wahlkampf genannt. Die haben jetzt im Moment fast alle, bis auf ein Alleinstellungsmerkmal, also ÖPNV. Der Anfang, den möchte ich machen, wenn ich Bürgermeister wäre, dass die Kinder in Dienstlaken kostenlos mit Bus und Bahn fahren können. Zumindest mit Bus, das werden wir hinkriegen. Bahn ist immer sehr schwierig, aber wer weiß, wie es geht. Dann möchte ich eine Sache, die hat keiner, glaube ich, auf der Karte. Ich möchte eine eigene Dienstlakener Wohnungsgesellschaft. Hat Vorteile, weil wir dann in den Bezirken, also in jedem Stadtteil, Häuser bauen können, Mehrgenerationenhäuser, wo die Leute sagen können, ja, ich bin ja hier in dem Stadtteil groß geworden, ich kann dann da hinziehen und lass meine 4,5-Zimmer-Wohnung frei. Und weil ich habe heute eine 4,5-Zimmer-Wohnung, die habe ich seit 50 Jahren und die ist billiger als eine 2,5-Zimmer-Wohnung um eine Ecke. Und wie so eine Tauschbörse wäre das dann, um dann vielleicht auch innerhalb des Quartiers wohnen zu bleiben. Das ist eine ganz wichtige Sache und hat natürlich noch steuerliche Vorteile. Stadt Düsseldorf und Neuss haben das vorgemacht. Mich wundert, dass das hier noch nicht erkannt ist, aber das ist so wie mit den Wassersäcken. Die Kleinen machen eine gute Geschichte, aber wird dann von den beiden oben über Fraktionszwang geschlossen. Aber wir haben noch 2 Sachen. Ja, genau. Entschuldigung. Also familienfreundliche Stadt ist für mich ganz wichtig. Familienfreundlich, was die meisten vergessen, wenn eine Stadt familienfreundlich ist, ist sie für jeden freundlich.
Wenn die für Kinder freundlich ist, ist die auch für Senioren freundlich. Ne? Also von daher denke ich mal, wir müssen hier viel mehr tun noch und viel mehr auf den Bürger hören. Also für mich ist der Bürgerwille ganz wichtig, damit man einfach ja, das umsetzt, wofür der Stadtrat zuständig ist. Und ich sag mal, ein Bürgermeister ist ja nur, wie du, ein guter Moderator oder ich sag mal, wie das Öl zwischen den Zahnrädern. Du bist ja auch ein sehr engagierter Bürger. Das heißt jetzt fernab jetzt mal von der Bürgermeisterkandidatur. Du hast dich ja sehr für das Freibad hier in Hiesfeld eingesetzt. Wie ist da der Wissensstand oder Kenntnisstand? Ihr seid ja immer noch aktiv, was ich gut finde, dass man da nicht aufgibt. Ja, wir waren ja am Gericht, ja, genau. Am Verwaltungsgericht in Düsseldorf. Und der oberste Richter hat, als wir ankamen, hat er so ein bisschen gelacht. Nach einigen Gesprächen und einigen Aufklärungsarbeit hat er uns eine Tür aufgemacht. Die gab es an sich nicht. Er hat gesagt, also wenn das so ist, wie er sich das anhört, und wir haben einen sehr guten Rechtsanwalt, muss ich sagen, der hat das auch sehr gut erklärt. Ich war ganz überrascht. Ich glaube, ich tritt noch im Verein ein, Baumfreunde Emmerich. hat so ein paar Sachen, so Fakten gebracht, da musste dann der Richter selber lachen. Und der hat uns eine Tür aufgemacht und hat das weitergelassen. Also wir gehen jetzt zum OVG nach Münster, Oberverwaltungsgericht nach Münster. Wenn, zwei Bedingungen haben wir. Einmal, wir kennen noch nicht das ganze Gerichtsurteil und wir müssen 5.000 Euro sammeln, weil das können wir nicht von den Mitgliedern finanzieren, weil die Mitglieder haben den Zweck, ein Freibad zu haben. Das ist auf freiwilliger Basis. Ich sage das deshalb, weil wir hatten ja gerade schon eingangs ein bisschen über Corona schon gesprochen. Da gab es eine Studie, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Ist das nicht bedenklich, wenn wir nur ein Schwimmbad haben für eine Stadt wie Dienstlaken von der Größe? Also ich bedanke mich für die Frage, weil das ist natürlich so eine Frage. Ich bin aufgewachsen, hatten wir zwei Freibäder, ein 100-Meter-Becken und sonstiges und das war der Standard. Ja. Dann hatten wir insgesamt 7 Bäder in Dienstlaken, evangelisches Krankenhaus, katholisches Krankenhaus, AWO und noch 2, 3 kleinere. Und heute haben wir dann demnächst, im Moment haben wir gar nichts, ist ganz traurig. Und die Leute gehen dann im Rhein schwimmen und ich war letzte Woche in Holland gewesen, die haben innerhalb von 3 Tagen 7 Toten gehabt. Mhm. Ja, also für mich, ich sag mal, die Stadt Essen überlegt jetzt auch wieder, bei der Gruger ein neues Freibad zu machen. Vielleicht kommt ja nochmal ein Umdenken. Die Freizeitgestaltung allgemein ist ja auch ein wichtiges Thema für Politiker und Politikerinnen. Wie siehst du das? Siehst du da viele Angebote für junge Menschen? Leider nicht. Also für die Kinder haben wir Kinder. Und ich sag mal, wenn wir das sagen, Jugendliche, ja, bis 10, 11 Jahre haben wir ein super Angebot. Aber zwischen 12 und 18 haben wir kein Angebot hier in Dienstlaken. Ich sag mal, letzte war das Huberts, das ist dann auch politisch geschlossen worden. Das hat mich sehr traurig gemacht. Ich bin der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Ich habe auch den Vorschlag gemacht, wenn es kein Freibad hier in Hiesfeld mehr gibt und der politische Wille ist da, dann sollte man da einen Jugendpark machen wie in anderen Städten. Ne? Denn Jugendliche brauchen Raum und ich sag mal, ich sehe hier, es ist ja hier was kaputt gegangen, hier so ein bisschen, man weiß nie, wer es war. Hier sitzen abends teilweise schon mal 7, 8 Jugendliche, auch mit Abstand. Hier ist sonst noch nie was Großartiges kaputt gegangen, muss ich sagen. Ne? Also von daher denke ich mal, die müssen irgendwo hin und ja, die werden überall weggejagt, die Räume werden immer kleiner. Und wenn ich dann noch höre, dass der Palotz hier 100 Hektar bebauen will, dann haben wir demnächst auch keine Ackerflächen mehr, weil für 100 Hektar brauchen wir noch 100 Hektar Ausgleichsfläche. Dann werden unsere letzten paar Äcker, die wir hier noch haben, mit Bäumen gepflanzt. Also wir kriegen ein ganz anderes Stadtbild. Das trägt natürlich auch dann dazu bei, wo die Jugendlichen dann noch weniger Räume haben. Und ich sag mal, die wollen nicht mehr in die Häuser der offenen Tür, haben wir 4, ist auch gut so. In den Wintermonaten werden die von denen genutzt. Aber in den Sommermonaten, ja, wollen die chillen, da wollen die frei sein, dann laufen die überall rum. Ne? Aber ich wundere mich selbst, die sind sehr standorttreu, nicht so wie wir, also Mölln, Förde, Wehofen, ne? Oberhausen. Nein, die Kinder aus Dienstlaken bleiben tatsächlich hin. Was ich bei dir immer gut finde, ich meine, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, dich kann man anrufen und du bist dann für einen da. Also du bietest, ja, du wirst ja auch selbst der Besorger genannt oder nennst dich selbst. Ich weiß es immer noch nicht, das ist, glaube ich, von Untertage. Das ist meine Berufszeitung von Untertage. Ich habe einen Unfall gehabt und dann ist ein Posten frei geworden. Und da die gesagt haben, ich wäre ein gutes Organisationstalent und dann hieß das, bei den anderen heißt das Karl Faktor. Ich war dann so die Schnittstelle und war Besorger für Untertage für den Elektrobetrieb. Also das wäre ja dann sozusagen auch übertragbar für das Bürgermeisteramt. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also das heißt, dann könnte man dich erreichen und du bist dann da. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, das kann ich nur so sagen. Das ist wirklich so. Du bist dann wirklich dann auch präsent und hilfst.
Wie siehst du aktuell die Corona-Krise? Das ist ja auch ein Feld, nicht nur die Kultur, wo ich ja auch unterfalle, sondern auch die Gastronomiebetriebe. Hast du da schon mit Leuten Kontakt aufgenommen, mit denen gesprochen? Also ich habe mit ganz vielen Leuten Kontakt aufgenommen. Merkwürdigerweise, die ersten 3 Monate waren bei vielen wirklich die Bücher zu, es war geschlossen. Aber dadurch, dass viele nicht in Urlaub gefahren sind, da muss man sagen, ich sag mal so, der Einzelunternehmer, der Tapeten macht oder Badezimmerrenovierung, der hat die Bücher jetzt auf einmal 2 Jahre voll. Nicht alle, aber einige. Ich habe mit einigen gesprochen, der sagt, das sind Segen und Fluch zugleich. Fahrräder sind so viel gekauft worden wie noch nie. Also Elektrofahrräder kriegst du nicht mehr im Moment. Allerdings für unseren Einzelhandel ist das eine ganz schwierige Sache. Deswegen haben wir als UBV einen Antrag gestellt, dass wir gerne in der Weihnachtszeit hier kostenloses Parken in Dienstlagen haben möchten. Denn wenn der Einzelhandel einmal weg ist, einmal geschlossen, wir werden nicht so schnell wieder neue Geschäfte kriegen und Inhaber, die sagen, komm, ich mache mich selbstständig, ne, selbst und ständig und würde hier, ja, ich habe eine Innovation, ich denke daran, ich könnte was machen, das wird schwierig werden. Also wir müssen erstmal den Bestand, den wir jetzt haben, versuchen zu halten. Fehlt es da jetzt aktuell an Planungen der jetzigen, ich wollte nicht sagen Regierung, aber der jetzigen Führung? Ich würde mal so sagen, ich kriege immer Angst, wenn er sagt, ich mache das schon Chefsache. Ja, okay. Da kriege ich jedes Mal Angst, also ob beim Freibad, beim Glockenspiel, bei der Trabrennbahn. Ne? Und wenn ich heute noch gelesen habe, er hat gesagt, also beim Stadtpark ist das schlecht gelaufen und beim Trabrennbahn ist das super gelaufen. Ja, Bürgerbeteiligung sieht für mich mehr aus als 35 Personen von Dienstlagen, die Dienstlagen gestalten. Und wenn ich dann noch weiß, dass da 15 Politiker dabei waren, dann denke ich mir, das ist wahrscheinlich nicht Dienstlagen. Wie kam es eigentlich, um da jetzt nochmal einen Sprung zu machen, die Frage hatte ich gerade schon ein bisschen angeschnitten, wie kam es dazu, dass du jetzt Kandidat der UBV bist? Ja, ist eine lustige Geschichte. Wir waren auf Klausurtagung und der Josch Springer hat dann irgendwann ein Schloss abgemacht. Wir waren irgendwo in der Burg. Und dann hat er vom Weinkeller ein riesen Schloss abgemacht so, und sagt, das ist das Schloss für den Bürgermeister. Und dann haben die mich genötigt. Aber ich sag mal so, dann haben die mich genötigt und hin und her. Und dann habe ich gesagt, also so geht das nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ich muss erstmal mit meiner Familie sprechen, mit meiner Frau, das ist ganz wichtig. Und wie das alles so klappt. Und die hatte dann schon mal okay gegeben. Aber wir haben trotzdem gesagt, wir wollten einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen, die Kleinen. Das hat nicht geklappt, warum auch immer, ist egal. Also ich hatte damals auch gesagt, wenn wir dann 3 oder 4 Kandidaten haben, die machen die Tingeln durch die Runden und dann haben wir praktisch einen Gegenkandidat für den Heidinger, der dann auch eine gute Erfolgschance haben. So sind wir jetzt 4 Kandidaten, eine Frau dabei, muss man ganz ehrlich sagen, ist ja auch schön, haben wir zumindest einen, würde ich sagen, Quote, aber ich finde das, muss ich sagen, ist die Vielfalt auch, ich finde das ganz interessant und ich bin gespannt, ja, und ich hoffe, dass es eine Stichwahl gibt. Also glaubst du, dass es schwieriger wird für den amtierenden Bürgermeister? Glaube ich auf jeden Fall. Also bei den Gesprächen, ich will dann mal so sagen, bei den Gesprächen, die wir in Hisfeld geführt haben, ist nicht das Freibad das Thema, sondern die Schließung der Sparkasse und die NISPA. Und die NISPA-Geschichte ist auf seinem Erfolgsrezept gewachsen. Und so dass so eine Zweigstelle wie in Hisfeld geschlossen wird, im größten Stadtteil, das tut vielen weh. Und gerade in Corona-Zeiten stehen die dann stundenlang an. Gerade die Älteren, die haben das mit online noch nicht so. Die holen noch Bargeld so ab und haben das zu Hause und packen das in Briefchen. Und dann wird das Woche für Woche rausgegeben. Und das ist, wo wir gemerkt haben bei den Gesprächen in Hisfeld, aber auch Stadtmitte oder am Bassfelshof, das tut vielen weh. Und die Gebührenerhöhung der Sparkasse. Ich habe immer den Eindruck, dass Hisfeld auch so ein bisschen traurig ist im Moment so in vielen Sachen, also jetzt über Jahre, nicht nur wegen des Freibads, sondern man sieht sich ja auch als Hiesfelder, das muss man ja auch mal so, also zumindest in meinen Gesprächen, die ich immer so wahrnehme, ist das so, dass man so ein bisschen Hiesfeld ja auch schon, ich würde nicht sagen, verletzt hat in all den Jahren jetzt? Kommt einem das so vielleicht subjektiv? Also will ich nicht sagen, es wird ja was gemacht, aber es wird nicht so viel gemacht wie in anderen Stadtteilen. Und es gibt auch Stadtteile, wo, ich sag mal, in Lohbeck das Begleitgrün so hoch wächst. Ne? Dann sprechen wir mal von Standards. Die Frage ist, wo setzt man die Standards an? Ich sage Sicherheit, wir haben auch für Arbeit immer gelernt, SOS, Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit wird heute von vielen verwendet. Ne? Wenn man das einmal so gelernt hat, dann wundert man sich so gerade, was so alles passieren kann und welche Sachen. Aktuell stimmt wohl irgendwas nicht mit dem Fluchtweg bei der Grundschule in Lohberg. Dann haben wir ja noch so ein Problem, gerade bei SUS 09, so mal, wo die Verwaltung auch mit der Flutlichtanlage so Mist gebaut haben. Aber 2 Sachen mal positiv zu nennen, muss man ja auch mal sagen. Also wenn die Förder nach hierhin kommen und die Duisburger sagen, wir haben die wenigsten
Bordsteinkanten, die hoch sind. Okay. Wir haben abgesägte Bordsteinkanten, haben wir auch in Hisfeld. Und ich sag mal so, die Stadtteile untereinander auszuspielen, ich denke mal, da halte ich nichts von. Man sieht es auch, wenn man zum Beispiel im Aberbruch fährt, da ist eine neue Philosophie gefahren worden. Sieht man auch in der Hühnerheide, umso neue Baugebiete, ändert die Stadt auch ihre Meinung. Wenn jetzt am 13. September das Ergebnis feststeht, ich glaube, 20 Uhr, wie glaubst du, sind da deine Chancen? Glaubst du, dass du da... Wir werden sehen. Also ich sag mal so, wir haben den Bürgermeister letzte Woche gefragt, ob es irgendwo eine Wahlfeier oder eine Veranstaltung gibt, weil das Kommunale Rechenzentrum überträgt hat ja. Das hat er verneint, also er will das nicht machen, die Presse soll dann rumgehen. Wir haben gefragt, im Moment werden wir das bei Schnierstracks machen. Wir werden den Raum anmieten, dann werden wir so mit 20 Personen sitzen und werden uns mal gucken, was passiert. Die Bürgermeisterwahl ist ja eine Sache, aber ich sag mal, ganz wichtig ist für mich das Abschneiden der UBV. Warum genau? Also umso mehr Leute da sitzen, umso mehr kann man ja auch beeinflussen. Ja, oder? Einmal das und ich sag mal so, ich würde mich freuen, wenn die Bürger auch die Kleinen ein bisschen mehr bedenken würden. Denn das, was die letzten Jahre abgelaufen ist zwischen CDU und SPD nach dem Motto, das kriegt ihr, das kriegt wir und die anderen kriegen gar nichts, das kann nicht der Übertragung des Bürgerwillens sein. Also der Bürger möchte schon irgendwo Gehör finden und ich denke mal, da sind viele Sachen ja, sehr merkwürdig gelaufen. Die letzte Frage, was wäre so deine erste Amtshandlung, wenn du jetzt um 20:01 Uhr, sagen wir mal, weißt, dass du Bürgermeister bist? Die erste Amtssammlung ist im Oktober. Bis dahin habe ich noch ein bisschen Zeit, weil der amtierende Bürgermeister wäre, also es müsste ja auch mit dem Teufel zugehen, dass ich im ersten Moment 50% kriegen würde. Da glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass kein Kandidat die 50% kriegt. Ich denke mal, es wird eine Stichwahl geben und wir werden am 27. September wissen, ob wir eine Bürgermeisterin und einen Bürgermeister haben. Okay. Ja, dann wünschen wir dir viel Erfolg und gutes Gelingen am 13. September. Und ja, was machst du heute noch zum Schluss noch? Ich gehe jetzt zum Helmut Hanke, das ist ein Bienenzüchter. Dann habe ich heute Mittag, ich hoffe heute Mittag, meine Tochter hat gerade mündliches Studium, Beendigung. Okay. Dann fahren wir gleich nach Nordkirchen und dann werden wir, wenn alles gut gegangen ist, mit meiner Tochter feiern. Toi, toi, toi. So, und morgen hat sie Geburtstag. Okay, super. Und dann sind sie 2 Tage schon ausgeruht, aber es gibt trotzdem Termine. Einer der schönsten Termine ist noch, ich werde noch zum Kindergarten gehen, zur Caritas Brückstraße. Der ist ganz toll geworden, den werden wir uns noch mal angucken. Ne? Und morgen, Donnerstag, sind wir bei der Glückauf Grundschule. Das alte Gebäude, auch super toll geworden, muss ich sagen. Aber lassen wir uns überraschen. Viel zu tun. Danke fürs Gespräch, lieber Thomas. Danke. Danke, bitte.